Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen zu LS17 hier auf der Karte Gold Quest Valley. Wir spielen auf der PS4. Sorry, gestern kam keine Folge, weil ich hatte keine Lust. Es tut mir leid, ich hatte keine Lust. Was hätte ich machen sollen? Aufnehmen und keine Lust haben, das passt nicht. Ne? Also normalerweise bin ich da recht verlässlich und bemühe mich auch immer, dass rechtzeitig die Folgen da sind, aber gestern ging gar... Ich hatte auch gestern echt ein... Es ist so viel passiert gestern und völlig geil. Also eine... das ist auch eine geile Story. Meine Freundin ist fast zur Fahndung ausgeschrieben und zwar war das so, dass also wir sind umgezogen, ne? Das habt ihr vielleicht ein oder andere mitbekommen. Und ja, meine Freundin ist geblitzt worden. So eine Gegend von Hessen irgendwie, da gibt es ein paar Dörfer, vielleicht kennt ihr ja eins zum Beispiel, das nennt ihr Dorf Wetter da. Na jedenfalls gibt es da zwischen diesen ganzen Dörfern zieht sich das so durch, diese neuen modernen Blitzer, ne? Und ja, also das ist so viel Tempo 30, also Tempo 30 dann teilweise auch nur mit Zusatzschildern, ne? Also ab 22 Uhr oder so oder 21 Uhr, keine Ahnung. Und da kommt also ein Tempo 30 Schild nach dem anderen und dann in der Kurve hast du so ein nettes Schild, also steht immer drunter Zusatz, ne? Ab 22 Uhr als Beispiel jetzt. Ich weiß die Uhrzeit jetzt nicht genau. Und in der Kurve dann irgendwo kommt dann ein, auch wieder so ein Schild, ne? Das ist ja mittlerweile so, gewöhnt sich das Auge irgendwie dran an diese Schilder und du denkst, okay, das Zusatzschild, was da steht, das wird auch wieder ab 22 Uhr, bla, keine Ahnung. Jedenfalls war das nicht so. Sie wurde geblitzt und ja, irgendwie 25 Euro. Kann immer passieren. Mit meinem Auto war sie unterwegs. Und naja, dann kam lange Zeit nichts und wir dachten schon, hey, da hast du nochmal Glück gehabt. War wohl kein Film dran. Ja, bis dann heute vor mir ein netter Mann vom Ordnungsamt stand und sagte, hey, kennen Sie diese Frau? Zeigte mir das Blitzbild und ja, ich kannte die, ne? Und das war halt meine Freundin. Und er sagte, ja, also, ne, entweder... Also wir konnten das dann klären. Das war irgendwie... war der Wagen noch auf die alte Adresse? Wir haben einen Nachsinnantrag, definitiv. Der läuft, haben wir extra verlängert nochmal. Und da ist aber irgendwas schiefgelaufen dann bei der Post. Keine Ahnung was. Jedenfalls ist dann dieser Brief nicht bei uns angekommen, sondern wurde dann irgendwie, keine Ahnung, ne, Empfänger nicht vorhanden oder wie auch immer. Und ja, dann wollten sie unser Auto zur Fahndung ausschreiben. Und den netten... Irgendjemand kannte mich. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen. Entweder war es ein Polizist oder der nette Mann vom Straßenverkehrsamt. Der so, hey, das ist doch der und der. Ja, jedenfalls netterweise ist er dann direkt zu mir gekommen und wir konnten das klären, bevor mein Auto zur Fahndung ausgeschrieben wurde. Wegen 25 Euro. War schon spannend, also ich wusste gar nicht, dass sowas überhaupt geht, dass man dann wirklich so, und der hat mir auch dann gesagt, also hätten wir jetzt den Wagen zur Fahndung ausgeschrieben, dann hätten wir dann die entsprechende Person dann auch erstmal mitgenommen, so, erstmal zur Wache. Dann hätte ich meine Freundin mal im Knast besucht. Sie ist nochmal davon gekommen, kriege ich nochmal diese Anhörung und dann werden wir es halt zahlen und klar ist ja auch rechtens, ne, war halt zu schnell und dann muss man es halt auch bezahlen, ist auch völlig okay. Dass das dann, ja, also so durch eine Verkettung, weil noch ein paar Sachen, die noch dabei waren, das wäre jetzt aber zu lang, das alles zu erklären, aber auf jeden Fall schon interessant, wie so Verkettung, durch Verkettung von unglücklichen Umständen dann sowas passieren kann halt, ne? Schon interessant. So, wir wollen erstmal abladen. Also der völlig konzentrieren. Ich bin mir überlegen, hey, wollen wir es nicht mal woanders hinstellen? Aber eigentlich... Ja, wohin? Eigentlich kann man es da ja ganz gut lagern, ne?
Das eine ist jetzt Dünger. Genau, da steht noch Dünger drin. Also dann würde ich die mal hier hinpacken. Frage ist ja auch, was ich eigentlich mal testen wollte, ob man die Dinger stapeln kann. Ne? Wäre nochmal ganz, also nicht so unwichtig, finde ich. Gerade wenn man dann später mal ein paar mehr einkauft, wenn man dann mal irgendwie Geld über hat. Na komm schon. Na. Jetzt. Boah, meine Gerätschaften sehen aus, nur weil ich keine Kohle überhaupt für einen Kercher. Das ist ja echt auch schon peinlich, ne? Warte mal, was habe ich jetzt abgeladen? Da ist doch jetzt. Das war jetzt Saatgut, ne? Genau. Und da drüben ist jetzt noch. Da müsste ich mal hier ein bisschen Platz machen. So. Das kriegen wir schon hin, kein Problem. So. Da. Okay. Irgendwie hat er mir geschrieben, hey Tom, probierst du mal mit dem Radio, dass du wegen einfach mal Radio kurz anschalten und dann gucken, ob man Umweltgeräusche hat. Ich habe es mal kurz angeschaltet. Sogar ein bisschen länger. Aber wie man hört. Ich hatte so ganz entfernt, hatte ich mal so eine Krähe gehört oder so, aber so richtig Umweltgeräusche sind noch nicht da. Mal weiter abladen. Also sollen wir nochmal gucken, wie weit das Feld ist. Da warte ich ja noch auf die letzte Spur, weil die noch striegeln können. Da muss aber echt mal langsam wieder Geld reinkommen hier. So, das ist jetzt nochmal Dünger, genau. Pack ich doch den jetzt mal da oben drauf, wenn das denn geht. Hm. Aber die Kamerafahrt ist nicht so einfach. Ja, wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal irgendwie geblitzt worden und oder vielleicht sogar in der Gegend? Oder was haltet ihr von diesen neuen Hightech-Blitzern? Würde mich auch mal interessieren. Doch, kann man gut stapeln. Ist okay. Oh. Ich meine, vor allem ist das auch für Motorradfahrer, ne? Wirst du von vorne und hinten geblitzt? Hm. Was ja auch in Ordnung ist. Warum sollen immer nur die Autofahrer leiden? Aber nichts gegen Motorradfahrer, ich fahre selber. Wenn ich auch aktuell kein Moped habe. So, nächste. Ich glaube, ich schiebe das mal ein bisschen weiter hinten durch, dass mir jetzt ein bisschen zu weit vorne irgendwie an ist. So. Das können wir ja auch noch übereinander parken hier. Boah, ich kann das echt nicht abschätzen. Mir ist viel zu weit, siehst du? Da kriegt man es mit der Zeit besser hin, aber aktuell. So. Sehr schön. Also der Anhänger, der gefällt mir ganz gut mit den Spanngurten auch. Manfred meinte noch, hey Tom, dass also auf dem PC-Version ist es so, wenn du da die Sachen festschnallst, dann gehen die wirklich drumherum. Weil wir hatten ja beim Anschnallen das Problem, dass sie zwar angeschnallt waren, aber die Gurte, die Spanngurte nicht über die
Paletten gegangen sind, sondern unten drunter, ne, waren aber trotzdem fest. Und ist das dann wohl auch ein Bug hier auf der PS4? Ich schalte nur dauernd um mit der Ansicht, weil ich immer überlege, hey, wie kriegst du das besser? Und ich würde so gerne mal von innen das machen, aber ich wüsste jetzt schon wieder, jetzt sind wir wahrscheinlich schon wieder vorbei. So, oder? Ja, genau, schmeiß noch alle um. Oh. Ja, kann man so fürs erste Mal stapeln, kann man das durchgehen lassen, ne? So ein kleiner Gabelstapler wäre auch ganz cool. So, was machen wir jetzt? Hm. Ich habe Windgeräusche gehört. Komisch, oder? Jetzt sind sie da. Warte ich mal kurz lauter. Komisch, ne? Woran liegt denn das? Hm, ich hätte die gern immer. Weil es ist immer so totenstill, das ist echt doof. Das ist, man glaubt ja gar nicht, was das ausmacht, ne? Das ist echt schon enorm. So, jetzt wollte ich aber mal gucken, was haben wir überhaupt noch im Lager? Wir haben noch 15.000 Gerste, aber keinen vernünftigen Preis aktuell. Die restlichen Bohnen, die könnten wir noch rüberbringen. Ja, würde ich sagen, das machen wir mal. Sonst haben wir ja auch nichts. Ne? Was habe ich jetzt gemacht? So, dann nehme ich den einen, den kleinen Traktor, und mache das mit dem mal eben. Obwohl, ich weiß es nicht. Oder müssen wir mal das Schwein noch was einschaufeln? Dann müssen wir die anderen mitnehmen. Schweine. Stroh ist immer noch nicht da. Ja, ich weiß. Können wir, das müsste man sowieso. Nee, da müsste man den Frontlader mitnehmen. Und wie sieht es jetzt hier aus beim anderen Feld? Nee, noch nichts mit Striegeln. Da muss der Fan nochmal mit. So, ich weiß es gar nicht. Ich meine, wir hatten Weizen, aber da noch jede Menge hingestreut oder so, ne? Also da brauchen wir dann eigentlich nichts mitnehmen, sondern es reicht echt, wenn wir jetzt den Rest hier noch mitnehmen von dem Bohnen und die dann nochmal mit reinschmeißen. Ja, blinken. Ich traue mich mal nicht, wenn ich zu doof bin und dann immer zum nächsten springe. Ja, wegen dem Einstreuen. Moment, kurz Konzentration. Oh. Immerhin. Lohnt sich gar nicht, damit drüber zu fahren, ne? Wegen dem Einstreuen ist es halt, wir haben ja ein Weizenfeld, ne, was es demnächst fertig ist. Und mit dem können wir es dann machen. Mal Schweinefarm, ich könnte doch jetzt auch. Na, es ist kürzer über den Hof, würde ich behaupten, oder? Na, ich glaube schon. Dann kräht der Hahn. So. Hier fahren wir wieder hoch. Ich
an der Sonnenblume vorbei. Das habe ich mir gemerkt, dass ich so kleine Wegmarkierungen, die ich mir gesetzt habe. Wenn man jetzt so richtig dekadent ist und reich ist, dann stellt man für Wegpunkte, wenn man sich die Strecke nicht merken kann, verschiedenfarbige Traktoren auf. Jeweils an dem Punkt, keine Ahnung, wenn du rechts abbiegen musst, kommt dann ein roter Traktor an die Ecke oder ein Kipper oder so. Und wenn du halt zur anderen Seite abbiegst, keine Ahnung. Ein Grüntrecker. Ups. Nur mal so als Tipp, wenn ihr eh schon LS-Millionäre seid und nicht hin wisst, wohin mit der Kohle, dann wäre das eine Option. Um sich leichter Wege zu merken. So. Weil da selbst ich das mittlerweile einigermaßen hinbekomme, dürfte das nicht so die Schwierigkeit sein. Okay, müssen noch die Abgibseite wählen. Dann müssen wir jetzt nämlich nach links. Jetzt verarschen. Natürlich werden hier Sojabohnen angenommen. Hallo. Hä? Da hinten ist doch nur Wasser. Ach ne, Quatsch. Und man sieht auch, dass es Wasser ist. Ja. Also Mann. Ja, toll. So, jetzt ist auch schon wieder über der Zeit hier. Ja, sorry, dass ich so viel Privates heute gequatscht habe, aber es war einfach nur mal als kleine Anekdote. Und wie gesagt, sorry, dass ich gestern mal unpässlich war. Ne? Hey, was gibt's da zu lachen? YouTube. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns garantiert morgen. Mach's gut. Ciao. Thank you.